Holding Deutschland. Zu uns bitte Hannes Hobitz von der Edis AG, vom Vorstandsbüro Kommunikation. Andreas Zülker, Regionalleiter Personal der DB Region Nordost. Und Andrea Aulich, die Marktdirektorin der Mittelbrandenburgischen Sparkasse aus Potsdam. Das ist die Ausgangssituation heute. Da unsere Sportler und unsere Unterstützer zusammen. Ferchi, wo bist du? Wir haben jetzt herausgefunden, warum es nicht funktioniert. Also warum die Leute bisher noch nicht gucken konnten und Aha. Arrangieren das jetzt neu. Ich würde dir kurz den Start der Rennen überlassen und bin dann gleich wieder bei dir. Einverstanden? Du bist sicher, dass wir dann auch anschließend im weltweiten Wir sind schon im weltweiten Web. Es kommt darauf an, von welcher Seite die Ich Leute verstehe. zugreifen. Okay, dann bitte ich jetzt die Sportler, sich warm zu machen. Und wir werden in wenigen Augenblicken mit dem ersten Rennen starten. Und zwar ist das Rennen im Vorlauf der Herren Kanadier, Rennen der DB Region Nordost, Sebastian Brendel gegen Konrad Scheibner. Damit werden wir starten. Geht in ein paar Minuten los. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr alle kurz hier vorne wart. Ihr werdet alle im Laufe der nächsten paar Minuten ja auch nochmal die Möglichkeit bekommen, auf die Ergometer zu steigen. Erstmal Dankeschön und Ausmarsch der Sportler, bitte. Ausweg fliegt. Mach das Beste draus. Macht's gut, Freunde! Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus. Edis sichert als Strom- und Gasnetzbetreiber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung. Die Aufnahme von immer mehr grüner Energie in das Netz ist eine der wichtigsten Edis-Aufgaben. Die erneuerbaren Energien hatten bereits 2014 im Gebiet der Edis AG einen Anteil von rund 90% am Netzabsatz. Edis, Netze für neue Energie. Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, herzlich willkommen zum ersten digitalen Kanalsprint. Kanalsprint 2020. Ohne Wasser, ohne 5000 Live-Zuschauer. Aber die Kanuten werden auch in diesem Jahr wieder ihr Bestes geben. Und wir als Mittelbrandenburgische Sparkasse sind auch in diesen Zeiten an ihrer Seite. Viel Erfolg allen Sportlern! In wenigen Sekunden beginnen. Vorlauf Nummer 1 im Herren Kanadier, Rennen der DB Region Nordost. Sebastian Brendel, der dreifache Olympiasieger, gegen Konrad Scheibner. Technik ist, glaube ich, bereit. Du hast da den Überblick, weil ihr habt das ja schon mal geprobt und insofern. Genau, Sie machen sich jetzt noch mal kurz warm. Der Mann der Technik, Detlef Winkler, wird dann gleich das Startsignal geben und dann werden wir sehen, wie unsere beiden Top-Athleten sich hier auf dem Ergometer matchen werden. Ronald Ferch, ehemaliger Kanute und erfahrener, wirklich erfahrener Fahrer auch. Vielleicht kannst du kurz was über die Rennstrecke sagen? Na, die Rennstrecke ist natürlich die 200 Meter Sprintstrecke, wie wir sie sonst beim Kanalsprint auch haben. Wir wollen ja kurze, knackige Rennen sehen und die Besonderheit liegt natürlich in diesem Jahr darin, dass es nicht im gewohnten schmalen Rennboot sein wird, sondern auf dem Ergometer und das ist für alle schon eine große Herausforderung. Das Wasser dient ja auch normalerweise dazu, so ein bisschen Balance zu halten und das ist in dem Fall nicht da. Dann So, können wir den ersten Wettbewerb starten. genau, wir kriegen das Startsignal von der Technik und der wird jetzt gleich Go sagen und dann werden wir sehen, wie die beiden los. So, Rennen ist gestartet. Sebastian Brendel auf Bahn Nummer 1. Genau, es geht nicht nur darum, schnellstmöglich das Paddel durchzuziehen, sondern man muss natürlich auch ein bisschen den Ergometer im Blick haben. Rohe Gewalt ist in diesem Fall nicht der Schlüssel zum Sieg. Aber wir können sehen, Basti hat einen guten Vorsprung und also auf dem Bildschirm sieht man das. Er selber hat sich natürlich noch nicht bewegt, aber in der Digitalisierung sehen wir, dass Basti einen deutlichen Vorsprung herausgefahren hat und sich schon der Ziellinie nähert und sie jetzt erreicht. Und das in einer Zeit von 36,9. 36,9 Sekunden. Das Das ist auch ein wenig schneller. So, Basti, wie ist es gelaufen? Ich komme zu dir. Auf jeden Fall auch sehr anstrengend. Bin zweimal vorne so ein bisschen hängen geblieben.
muss ein bisschen mehr Frequenz machen hier. Man kann sich nicht so wirklich lang machen wie im Boot. Aber wie du merkst, auch richtig anstrengend. Selbst für dich, selbst ja. So ein erfahrener und erfolgreicher Sportler wie du ist außer Puste. Ja, man strengt sich natürlich auch an und von daher geht es ordentlich auf die Pumpe. Sehr gut. Dann komm wieder zu Atem und wir werden zwischenzeitlich immer die Geräte desinfizieren, die Ergometer, und wechseln dann immer die Sportart. Dementsprechend geht es immer von rechts nach links. Das ist für die Leute, die uns draußen bei YouTube und bei Facebook verfolgen, jetzt nicht so ein Problem für uns. Wir müssen immer so ein paar Meter zurücklegen, theoretisch. Oder wir können es auch von hier machen. Wir können es auch so. Von hier machen. Wir müssen natürlich nur gucken, dass wir untereinander auch nicht so enge kuscheln. Genau. Also bei den Sportlern ist das mit dem Abstand nicht ganz so wichtig. Bei uns, wir achten so drauf, dass wir nur die anderthalb Meter hinkriegen. Ronald Ferch als erfahrener Kanut, der weiß, wie viel anderthalb Meter sind. Genau. Wir müssen ja vielleicht nochmal erklären, nicht ganz so wichtig, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber im Land Brandenburg ist seit diesem Wochenende Sport unter freiem Himmel auch wieder erlaubt. Genau, nicht nur wieder erlaubt, auch mit der Abstandsregel von 1,50 Meter. Die gilt jetzt nicht mehr, von daher, die Sportler sind sowieso immer enger zusammen. Wir passen natürlich auf. Genau. Also auch Kontaktsportarten sind wieder erlaubt. Insofern passiert ja auch nichts. Die Sportler trainieren sowieso täglich zusammen. Ja, also der nächste Wettbewerb steht bereit. Das ist quasi der Vorlauf der Damen. Rennen Nummer 1 im Kajak. Und das ist das Rennen der Securitas. Und da gehen jetzt an den Start Stine Nowak und Hanna Blechschmidt. Und ja, und beide propellern ordentlich los, wie man das im Sprint gewohnt ist. Soweit ich das von hier beurteilen kann, ist das noch ein sehr, sehr enges Rennen. Hast du denn beide Ergometer schon mal probiert, testweise? Ja, ich habe mich vorhin auf den Kanadier raufgekniet und muss sagen, es ist doch wirklich was anderes. Als aber du hast nur den Kanadier probiert? Ja, Kajak kann ich nicht. Du bist doch ein Allround-Talent, das wissen wir doch. Also könnte man zumindest ja mal probieren, ne? Ja, und die beiden gehen jetzt langsam auf die letzten Meter. Gleich wird die Ziellinie ins Bild reinfahren. Und da kommt sie schon, aber es ist wirklich ein sehr enges Rennen. Aber Hanna hat doch knapp die Nase vorn und zieht damit ins Finale ein. So geht es hier. Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler vom Kanuclub Potsdam bzw. von unserem Berliner Sportverein sind mit dabei, vom SC Berlin-Grünau. Aber es sind so viele Spitzenathleten. Der Kanuclub Potsdam ist ja der erfolgreichste Kanuclub der Welt. Wir können es an der Stelle auch mal sagen, mit den meisten Olympiasiegern und Weltmeistern. Das wissen vielleicht viele Leute gar nicht. Da kann man mal nachlesen. Es gibt so viele Olympiasieger in diesem Club wie bei keinem anderen Kanuclub auf der Welt. Und dementsprechend ist hier schon die Weltspitze vertreten. Man kann das so sagen. Genau, also wir brauchen uns da jetzt nicht irgendwie hinten anstellen und uns irgendwie klein machen. Der Kanuclub Potsdam ist dafür bekannt, über Jahrzehnte erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler hervorzubringen, die es dann auch zu olympischen Ehren bringen. Genau, Olympische Spiele sind verschoben, dann darüber werden wir nachher noch reden, mit dem ersten Olympiasieger von 1964 mit Dr. Jürgen Eschert aus dem Kanuclub Potsdam. So, jetzt werden hier die Gerätschaften schon mal in Besitz genommen. Ergometer wird ausprobiert, jeder hat hier sein persönliches Polster mit. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Es gibt ja so ein Gummipolster, sage ich mal in Anführungszeichen, was hier jeder Sportler dabei hat, sein eigenes. Und die sehen teilweise neu aus und teilweise aber auch schon sehr gebraucht. Genau, das ist der sogenannte Knieblock. Das ist ein Schaumstoffblock, den sich jeder Sportler individuell zuschneidet, zuschnitzt. Klar, jeder hat ein bisschen andere Knieform, ein bisschen andere Vorlieben. Und das Ding ist heilig, ne? Also da lässt man auch niemanden ran. Und das hütet man wie sein Augapfel. Jan Wandrei ist mittlerweile schon im Besitz des Gerätes sozusagen. Er hat sich schon ein bisschen warm gemacht, hat überprüft, ob alles stimmt. Und Fabian Schatz auf der Bahn 2 ist ebenfalls am Start. Also Bahn 1 ist immer für die Zuschauer die linke Bahn und Bahn 2 die rechte. Nee, umgekehrt. Also kommt darauf an, aus welcher Richtung man guckt. Wenn man von vorne, von der Kamera guckt, aus der Zuschauerperspektive, ist Bahn 1 links. Nee, Moment, links, ja. Bahn 1 ist links, so wie wir gucken. Genau, und in Fahrtrichtung rechts. Weil die gucken ja von vorne. Also in Fahrtrichtung ist da lang. Wir gucken in Richtung, wir fahren ja in Richtung Kamera. Richtig. Aber wir müssen das erstmal sortieren hier. Weil es ist mit vorne, hinten, rechts, links. Das kriegen wir aber hin. So, wie weit seid ihr? Technik ist auch soweit in Ordnung. Ergometer sind auf Null gestellt. Genau. Haben sich beide auch gut vorbereitet, warm gemacht, damit es ja auch nicht zu Verletzungen kommt.
So. Genau. Strecke wieder 200 Meter. Zeit von Sebastian Brendel war um die 39 Sekunden. Schneller, 37 Sekunden. 37 Sekunden. Und los geht's. Aber man sieht, es ist doch was anderes. Die beiden müssen erstmal sich mit dem Gerät vertraut machen. Aber bei Jan sieht das richtig gut aus. Der kann sich da schnell drauf einstellen, hat auch schon einen Vorsprung rausgefahren. Wir sehen hier sogar eine virtuelle Geschwindigkeit von fast 6 Meter pro Sekunde, die er, mit denen er jetzt gerade unterwegs ist. Naja, was soll ich sagen? Er ist halt der Olympiasieger, ne? Richtig. Und nicht von ungefähr. Und wahrscheinlich machen es auch seine roten Turnschuhe, weil die sind natürlich auch aerodynamisch hervorragend geeignet, um hier eine gute Zeit hinzulegen. Und das schon die Ziellinie. Und klarer 37, Sieg für Jan 37,7. Basti hatte, glaube ich, 37,6, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja, da können wir uns auf ein spannendes Rennen gefasst machen. Das wird sehr spannend. Jan, aber du bist gar nicht außer Puste. Was ist los? Hast du dich gar nicht so angestrengt? Ich wollte gerade sagen, lass mal warten, bis er fertig ist jetzt. Er ist wenigstens außer Atem. Man könnte denken, ja genau, komm, da kommt der sportliche Shake-Hands. Wie war es für dich? Du hast ja vorher schon 2-3 Mal probieren dürfen. Ja, das ist natürlich eine Umstellung. Aber ich sag mal, wenn man sich reinfuchst, dann ist schon ganz lustig. Das heißt, wir könnten davon auch mal eine Neuauflage machen irgendwann. Ja, definitiv. Ich denke mal, das ist eine ganz spannende Sache. Man kommt auch sehr, sehr nah an den Sportler ran. Und von daher kann ich das nur empfehlen. Ne? Also auf dem Wasser ist natürlich schöner, aber wenn es nur die digitale Möglichkeit gibt, dann nehmen wir die natürlich. Ferchi, wie sieht's aus? Wollen wir wechseln zum nächsten Rennen? Wir wechseln wieder zu den Damen-Kajak, genau. Und auch da steht der zweite Vorlauf an. Auf Bahn 1, das ist dann die obere Bahn, sehen wir Katharina Diederichs und auf Bahn 2 Carola Schmidt. So, wir begrüßen jetzt alle, die später eingeschaltet haben auf YouTube oder Facebook. Hier läuft der erste digitale Potsdamer Kanalsprint. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung bis jetzt. Läuft ja erst seit 20 Minuten. Es ist ein absolutes Pilotprojekt gewesen, Corona geschuldet, weil wir gesagt haben, wir können nicht aufs Wasser, wir können keine Veranstaltung mit vielen tausend Menschen machen. Deshalb machen wir das mit einer kleinen, erlesenen Zuschauerschaft und werden das Ganze dann ins weltweite Netz übertragen. Und da kann man jetzt zuschauen und sich das angucken. Und hier laufen sportliche Wettbewerbe und wir werden begleitet durch Olympiasieger und Weltmeister. Und die nächsten Damen haben Platz genommen. Genau, die Startschuhe müssen noch hochgefahren werden. Die beiden machen sich noch mal ein bisschen warm. Und dann geht's gleich los. Zweiter Vorlauf der Damen im Kajak. Rennen der Securitas. Katharina Diederichs gegen Carola Schmidt. So, die Technik sieht bereit aus. Jetzt wird wahrscheinlich nochmal jeweils ein Knopf gedrückt. Das scheint dazu zu gehören. Und dann kann es losgehen. Du siehst, die beiden sind auch schon in Startposition. Und los geht's. Das sieht gut aus. Wie gesagt, die obere Bahn ist Katharina. Hat auch schon einen leichten Vorsprung rausfahren können. Aber Carola ist nicht weit weg und auf so einer Strecke ist alles möglich. Noch 50 Meter wird von der Technik zugerufen. Das ist natürlich auch eine super Orientierung. Beim Rennen hätte man das immer. Man würde immer sehen, wie das Ziel auf einen zukommt. Das hat man hier natürlich nicht. Da kommt die Ziellinie und das wird knapp. Knapper Sieg für Katharina. Bei den Damen sind es wirklich sehr, sehr enge Rennen. Absolut. Also für alle, die sagen, was machen Trockenübungen irgendwann und probier das mal. Wenn ich da sicher bin, dann würde ich vielleicht mal mitmachen. Im Augenblick falle ich allerdings aus. Mit einem gebrochenen Zeh kann man leider nicht diese Ergometer nutzen. Insofern habe ich eine kleine Ausrede. Aber auch dieser Zeh wird wieder verheilen. Und das ist es. Wenn wir wirklich dieses Format dann in den Winter transformieren, könnte ich mir gut vorstellen, dass du nochmal am Start bist. Wenn der Zeh verheilt ist und auch der Schmerz der Seele wieder verheilt ist, dann können wir durchaus darüber nachdenken, ob ich irgendwann mal entweder auf einen Ergometer oder ein richtiges Boot einsteige. Irgendwann wird mir das sowieso nicht mehr erspart bleiben. Weil ihr löchert ja schon seit einer Weile. Und bis jetzt habe ich mich immer erfolgreich rausgeredet. Solange kann ich das ja nicht mehr bringen, vermutlich. Na gut, aber dann hoffen wir natürlich, dass sich die Situation insgesamt positiv entwickelt und wir nächstes Jahr wieder einen regulären Kanalsprint sehen, weil da würde ich dich doch dann eher
mal im Boot sehen wollen als hier auf dem Ergometer. Wenn wir gemeinsam und du mich so ein bisschen... Ja, im Zweier kriegen wir das hin. Du müsstest dann rechts fahren, ich fahre links und dann drehen wir eine Runde auf dem Potsdamer Stadtkanal. Ruderboot wäre mir natürlich sehr viel angenehmer, weil da kann man nicht umkippen mit. Aber wir werden das sehen. Sowas lehnt ja der Kanute grundsätzlich ab. Und ich vermute auch, der Stadtkanal ist für Ruderboote nicht ausgelegt. Nicht geeignet. Also musste wohl in Kanada. Musste ich wohl das Motorboot nehmen, vermutlich. Nein, wir machen das. Also wenn es diese beiden Veranstaltungen zukünftig parallel geben sollte, was ja durchaus möglich ist, wir können ja einmal den Kanalsprint auf dem Wasser machen und eine Wintervariante dann halt als digitale. Warum denn nicht, wenn sich das durchsetzt und wir jetzt viele Fans draußen vor dem Internet generieren und die Leute sagen, ja, das wollen wir mehr davon, wollen wir sehen, wollen wir hören, dann machen wir das natürlich, weil Ideen, die hier entwickelt werden beim Kanu-Club Potsdam, die werden auch ständig weiterentwickelt. So, Annika Loske und Justine Böttcher im Vorlauf Nummer 1 im Damenkanadier und das ist das Rennen der MBS und wir sehen schon, dass es hier nicht ganz so einfach ist, hier das Gleichgewicht zu halten. Wenn man das Gleichgewicht hat, dann kann es losgehen. So, die Technik ist bereit, die Damen sind bereit. Los geht's. Ui, ui, ui. Aber jetzt haben sie sich reingefuchst, jetzt geht's los. Probleme sehe ich bei Annika am Anfang, oder sah ich bei Annika, aber mittlerweile geht's. Aber sie hat einen guten Start erwischt. Hat die Bootspitze schon leicht nach vorne schieben können. Das ist für die Zuschauer jetzt das obere Boot in dem kleinen Bild, was reingeschnitten wurde. Wir sehen ja da die gelben Boote. Und wir sehen auch, dass Annika schon einen Vorsprung rausgefahren hat. Gut 4 Meter pro Sekunde, das ist, glaube ich, auch ein ordentlicher Wert. Ja, ich weiß nicht, ob es schon zum Wasserskifahren reicht, aber auf jeden Fall eine super das Sache. Das sollte man mal probieren irgendwann. Also davon ist die Trockenvariante nicht zu empfehlen? Nee, Trocken-Wasserskifahren geht vermutlich nicht, aber da kommt schon die Ziellinie und Annika entscheidet diesen Vorlauf für sich und wird nachher im Finale am Start stehen. So, und die Kaya Kern. Wo sind die Kaya Kern? Im ersten Vorlauf brauchen wir... Max Lemke und Jakob Schopf. Ja, Max Lemke ist nicht am Start, dafür ist sein Trainingspartner Felix Frank am Start, aber den brauchen wir natürlich trotzdem. Das ist das Rennen der Edis AG? Genau. Und die beiden können jetzt rauf. Und zwar geht der Felix auf das rechte Ergometer und der Jakob auf das linke. Wir können für alle, die sich jetzt fragen, was machen die da zwischendurch mit Abstand und Hygieneregeln? Ja, die halten wir natürlich ein, logischerweise. Hier werden alle Geräte zwischendurch desinfiziert. Genau, vor jedem Rennen neu. Genau, das ist auch der Grund, warum wir immer wechseln zwischen Kajak und Kanadier, dass halt in der Zwischenzeit vor allem die Paddel die Paddelschäfte, die angefasst benutzt werden, natürlich desinfiziert werden, damit hier auch nichts passiert. Vielleicht kann man das zwischendurch mit der Kamera mal einfangen und einmal zeigen, wie hier die Geräte desinfiziert werden, dass alle auch wissen, dass es hier mit rechten Dingen zugeht und ja alles so ist, wie es sein soll, unterm Strich auch. Mittlerweile ist es 17 Uhr und 38 Minuten, damit alle auch wissen, dass wir live sind. Hier läuft der erste Potsdamer digitale Kanalsprint auf dem Ergometer und der nächste Lauf beginnt gleich zwischen Felix Frank und Jakob Schopf. Das Rennen der Edis AG, Vorlauf Nummer 1 im Herren-Kajak. Genau. Das Interessante ist natürlich auch, dass es immer Duelle innerhalb der Trainingsgruppe hier sind. Ne? Also heute Vormittag haben sie noch zusammen trainiert im normalen Boot und jetzt können sie hier auf dem Ergometer gucken, wer der bessere Trockenpaddler ist. Wird sicherlich den Ehrgeiz der Leute oder der Athleten auch immer noch mal besonders wecken. Hat man hier Vorteil, wenn man schon internationale Wettbewerbe gewonnen hat? Oder ist es einfach so, dass man hier als Newcomer, als jemand, der noch im Jugendbereich unterwegs ist, trotzdem eine gute Leistung erzielen kann auf dem Ergometer? Na, ich habe gesehen, wir haben keinen Phrasenschwein hier. Deswegen würde ich mal sagen, der digitale Kanalsprint hat seine eigenen Gesetze. Da kannst du fünfmal Olympiasieger sein und trotzdem auf dem Ergometer aussehen, als ob du das erste Mal dabei bist. Es wäre also durchaus denkbar, dass jemand aus dem Nachwuchs einen Olympiasieger hier einfach mal besiegt? Ich würde sogar sagen, auch du könntest Ronny besiegen. Also, wie gesagt, müsstest halt nur mal auf den Ergometer steigen. Da kam schon gerade der Einwand von Ronny. Also alle ja, aber eher nicht. Ronny, ich werde nicht mit dir in einen Wettbewerb treten, weil ich habe keine Lust, mich hier zu blamieren. Gegen Ronald Rau zu verlieren, ist auch nicht das Schlimmste, oder? Nee, das ging schon sehr vielen so. Aber ich sehe gerade von der Technik, dass es jetzt losgeht. Und los geht's. Und wir haben heute, also im jetzigen Rennen ist oben Felix zu sehen, unten Jakob. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer als bei den Damen. Da fliegen die Paddelschäfte
Felix mit leichtem Vorsprung, wenn ich das sehen kann, aber es ist doch sehr eng. Die beiden sind so schnell unterwegs, da kommt kaum die Software hinterher. Aber jetzt hat Jakob doch die Bootspitze vorgeschoben und da kommt die Ziellinie. Und ja, Sieg für Jakob hier in diesem Vorlauf. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine gute Grundlage für weitere Rennen, die hier gleich folgen werden. Das nächste Rennen ist der Vorlauf Nummer 2 im Damenkanadier, das Rennen der MBS zwischen Chantal Torno und Isabelle Zanin, die mittlerweile hier vorne schon an den Ergometern stehen. Vielleicht können wir ganz kurz mit der Kamera auch mal die Desinfektion der Geräte einfangen, weil einige Leute draußen vor dem Internet mal gefragt haben, ob man das mal sehen kann. Ja, also bei uns werden die Ergometer tatsächlich zwischendurch desinfiziert. Wir halten uns hier an alle Vorgaben, die wir haben, an alle Abstands- und Hygieneregeln. Die werden hier beim Kanu-Club Potsdam eingehalten. So, mittlerweile werden die Geräte hier wieder justiert. Genau, Detlef hilft noch ein bisschen bei der Einstellung. Wir sehen ja hinten auch, also wir haben zum einen den Knieblock und zum hinten aber auch hinten noch den Stemmbock, weil man braucht ja doch auch einen festen Halt, um die Kraft, die man aus den Armen und aus dem Oberkörper entwickelt, dann auch aufs Gerät zu bringen. Vielleicht können wir auch mal erwähnen an der Stelle, diese Software, die wir heute benutzen, die wurde ja extra entwickelt für die heutige Veranstaltung. Ne? Es ist eine, naja, wir wurde sie, sie wurde abgewandelt. Sie wurde abgewandelt, ja. Also ja? Wurde auch schon in anderen Wettbewerben genutzt und hat sich bewährt, deswegen greifen wir da auch drauf zurück. So, die Technik sagt, es geht gleich los. Ja, die letzten Sekunden laufen. Unsere beiden Damen sind schon in Startposition. Chantal Torno, Isabelle Zanin, Rennen der MBS, Vorlauf Nummer 2 im Damenkanadier. Gleich sind die Rennen hier auch gestartet. Das Ganze ist alles live beim ersten Potsdamer digitalen Kanalsprint. Wir begrüßen natürlich alle Leute, die sich jetzt erst zugeschaltet haben. Hier sind Olympiasieger und Weltmeister und der Nachwuchs in einem sportlichen Wettbewerb und kämpfen hier um gute Zeiten. Auf einem digitalen Stadtkanal. So, Rennen ist gestartet. Chantal gegen Isabelle. Und auch hier sehen wir ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine mehr über Frequenz, die andere versucht über Länge. Und scheint da auch gut dabei zu sein. Chantal hat eine, na, fast über eine 2 Bootslängen Vorsprung. Ja. Aber da gibt's. Ach so, die Namen wurden vertauscht. Also wir sehen oben Isabelle, die doch einen deutlichen Vorsprung herausgefahren hat. Das sieht man natürlich auch an der Frequenz. Da ist dann Frequenz dann doch gleich Geschwindigkeit. Ich wollte mich schon gerade ein wenig wundern, dachte. Kann man da seinen Augen trauen? Ja. Aber sie hat gewonnen. Isabelle. Damit im Finale gegen ihre Trainingskameradin Annika Loske. Das haben wir auch so erwartet, sagen wir mal an der Stelle. Aber außer Atem ist sie. Isabel, ich nutze die Zeit, ich komme zu dir. Wie oft hast du schon mit diesem Trainingsgerät trainieren dürfen? Also in der Form noch nie, aber mal im Winter ein bisschen. Aber so G1 dann mehr. Inwiefern unterscheidet sich? 50% Unterschied auf jeden Fall. Ja. Gut, komm erstmal wieder zu Atem. Ja, auf die Zeiten habe ich jetzt nicht geachtet, ehrlich gesagt. Wir haben gesehen, dass Isabel deutlich schneller war und somit im Finale steht. Ronald Ferch ist übrigens auch erfahrener Kanute. Wie viele Jahre warst du selbst auf dem Wasser unterwegs und wie erfolgreich warst du? Sag mal nochmal deine Titel. Ja, Welt- und Europameister bin ich auch geworden und insgesamt ja, ne, Mitte der 90er angefangen und ja, dann 20 Jahre später aufgehört. Aber du könntest auch theoretisch auch noch an den Start gehen. Also. Ja, natürlich. Voraussetzungen sind noch da. 2-3 Mal trainieren, ne, damit man das Gefühl wieder hat und dann mal gucken. Vielleicht machen wir ja mal auch eine Bootsklasse der Alteingesessenen oder der ehemaligen sozusagen. Das wäre was. Da hat ja dieser Kanu-Club Potsdam einiges zu bieten, weil neben dir sind ja, also Jürgen Escher zum Beispiel, der ist ja jeden Tag auf dem Wasser, unser Olympiasieger von 1964. Genau, er geht jetzt, will jetzt gleich noch mit seinen Sponsoren aufs Wasser gehen. Einmal die Woche sind wir normalerweise auch mit den alten Herren auf dem Wasser. Das geht dieses Jahr nicht, weil wir immer im Achterkanal ja unterwegs waren.
Eigentlich können wir diese Woche wieder starten. Müssen wir mal gucken, da in die WhatsApp-Gruppe schreiben, ob es morgen losgeht. Ja, Thorsten Gutsch ist auch da. Der erfolgreichste Kanut aller Zeiten. Den würden wir da auch gerne mal den begrüßen. Den würden wir auch gerne mal begrüßen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum zweiten Vorlauf der Herren im Kajak. Ronald Raue gegen Tamás Gekcső. Das Rennen der Edis AG. Beide Sportler haben Platz genommen. Und Ronny, ich gucke mir jetzt genau an, ob ich irgendwann mal gegen dich in einen Wettbewerb trete. Ich vermute mal, ich werde es einfach lassen. So, Technik wird justiert. Und danach werden wir nach dem Wettbewerb mal eine tolle Aktion der Allianz vorstellen. Mein lieber Mann, da geht's aber los. Von Zurückhaltung ist da keine Spur. Die Boote fliegen quasi virtuell übers Wasser. Und Ronny hat auch schon einen kleinen Vorsprung herausfahren können. Das ist jetzt in der Übersicht das untere Boot. Und Tamás versucht aber alles da wieder ranzukommen. Mal gucken, ob er den Altmeister noch einholen kann. Den Altmeister hört er gar nicht gerne. Meister hört er sehr gern, aber alt in Verbindung mit seinem Namen, das findet er gar nicht gut. Und da kommt die Ziellinie und er hat es bis nach Hause gebracht und ist so mit im Finale. Locker, damit sage ich schon mal Ronny, herzlichen Glückwunsch, Ihr Bestermöller zu mir nach vorn bitten. Das ist der Vertreter der Allianz Deutschland AG, der Leiter des Vertreterbereichs Geschäftsstelle Potsdam. Und ich glaube, wir müssen dieses Mikrofon noch kurz einschalten. Da schalten wir noch ein und dann werden wir uns über das Projekt unterhalten. Und zwar Allianz macht Schule. Das heißt, die Allianz greift so ein bisschen dem Sport unter die Arme. Dann Unterstützung für den Sport ist ja eine wirklich wichtige Sache. Vielleicht können Sie die Aktion mal ganz kurz erklären, bitte. Ja, aber erstmal noch ein, zwei Sätze. Also ich finde es total cool, dass trotz Corona und der Verschiebung von Olympia hier unter Einhaltung der ganzen Maßnahmen wir das heute machen, weil das gibt auch einen Riesenschub für Sport und für Motivation für Sport. Also echt super cool, dass wir heute hier sind. Ja, und um zu deiner Frage zu kommen. Ja, also wir haben seit anderthalb Jahren ein Sponsoring mit der Stiftung des Sports und in dem Zusammenhang unterstützen wir verschiedene Clubs, unter anderem im Handball oder im Volleyball und jetzt seit Anfang dieses Jahres haben wir auch die große Ehre, hier mit dem Kanu-Club Potsdam gemeinsam zu arbeiten und in dem Zusammenhang unterstützen wir das Projekt KC Potsdam und Allianz machen Schule. Einfach vor dem Hintergrund, dass man ja seit vielen Jahren beobachtet, dass die Anzahl der Vereinsmitglieder langsam schwindet und dem wollen wir entgegenwirken, weil wir glauben, dass Sport total wichtig für die Entwicklung von jungen Leuten ist und die wollen wir begeistern für Sport und natürlich auch für Kanusport. Und in dem Zusammenhang haben wir mit dem Jeffrey Zeidler und Jan besuchen wir verschiedene Grundschulen, wo wir den Kanusport vorstellen und wo wir danach auch die Gelegenheit geben, die Einladung aussprechen, hier den KC kennenzulernen, mal aufs Wasser zu kommen. Und wir haben, ich glaube, die große Hoffnung, da viele junge Leute für Kanu und Sport zu begeistern. Und ja, hoffe ich natürlich auch, dass wir hier die nicht nur den einen oder anderen breiten Sportler begeistern, sondern vielleicht auch den einen oder anderen zukünftigen Weltmeister oder Olympiateilnehmer rekrutieren. Das wäre super. So ist es ja meistens, ja, dass man in die Schulen geht, man guckt nach Talenten. Wenn man die dann entwickelt im Kanu-Club Potsdam, dann werden daraus sowieso zwangsläufig irgendwann Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Und der Jan ist nicht irgendein Jan, sondern es ist Jan Wandrei, unser Olympiasieger, den ihr gewinnen konntet quasi für diese Aktion, weil er ist auch das Gesicht dieser Aktion. Ganz genau und ich glaube, alle, die Jan kennen, die wissen, dass wenn es einen gibt, der Begeisterung bei jungen Leuten auslösen kann, dann ist er es mit seiner coolen und lockeren Art, also total happy, dass wir ihn dafür gewinnen können. Ja, definitiv, er kommt auch bei der Jugend an, er kommt auch bei den Radiohörern gut an, ich hatte ihn ja schon mehrfach im Interview, er ist halt der geborene Entertainer und ich glaube, das perfekte Gesicht für diese Kampagne, Allianz macht Schule. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank dafür. Ich danke dir. Macht bitte weiter so und nachher zur Siegerehrung sehen wir uns ja nochmal wieder. Es gibt nämlich ein paar schöne Preise, die Allianz auch freundlicherweise für unsere Sportler zur Verfügung gestellt hat. Und ich würde sagen, dann bitte ich meinen Co-Moderator Ronald Ferch wieder zu mir, unseren erfahrenen Kanuten, denn wir können weitermachen mit dem nächsten Rennen. Und zwar ist das ein Ausscheid in der Jugend. Wir machen ja dann anschließend noch ein Mixrennen und wollen natürlich erstmal gucken, wer mit wem fährt. Deswegen sind jetzt hier zwei junge Damen im Kanadier am Start. Das ist einmal Maike Jakob und Hedi Klimke. Hedi Klimke, genau. Und die beiden fahren jetzt sozusagen aus, wer dann gegen die beiden mit den beiden Finalisten bei den Herren Kanadiern gemeinsam in der Staffel unterwegs ist. Vielleicht können wir das mal ein bisschen ausführlicher erklären. So ein Mixrennen, wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich damit gar nicht auskennt? Genau, also im letzten Jahr haben wir es so gemacht, dass auf dem Potsdamer Stadtkanal dann halt ein Zweier-Kanadier-Rennen war, wo eine junge Nachwuchsathletin und ein Olympiasieger gemeinsam gepaddelt sind. Das ist natürlich aktuell nicht möglich.
können ja nicht zwei Leute gleichzeitig aufs Ergometer knien. Aber wir haben uns eine Staffel überlegt und fahren jetzt aus, wer mit wem am Ende dann am Start stehen wird. Wir haben ja gerade gehört von der Allianz-Aktion. Allianz macht Schule. Das ist natürlich auch gerade, wenn die ganz jungen Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen, genau das, was die Allianz auch will. Also Talente aus den Schulen zu finden, die dann wiederum in euren Verein wechseln. Genau, und wir sehen, dass die Maike gewonnen hat und mit einem deutlichen Vorsprung vor Hedi. Und wir werden die beiden aber gleich nochmal wiedersehen, dann im Mixed-Rennen. So, jetzt ist Hedi mittlerweile auch durch. Aber das war ja, wie gesagt, nur die Vorübung. Gleich geht es ja dann noch mit den Ehre. Aber wir haben trotzdem noch einen Ausscheid. Jugend-Kajak der Herren. Also wir wechseln wieder die Ergometeranlage von links auf rechts sozusagen. Und Ben Harnisch und Leon Michael Rekze gehen in den Wettbewerb. Genau, und auch sie fahren jetzt aus, wer dann zusammen mit der Erst- und Zweitplatzierten bei den Kajak-Damen an den Start gehen wird. Ja, dann begrüßen wir alle, die später dazugekommen sind. Hier läuft der erste digitale Potsdamer Kanalsprint vom Kanu-Club Potsdam. Normalerweise am Potsdamer Stadtkanal, aber aufgrund von Corona dürfen wir bis Ende Oktober keine großen Veranstaltungen machen in Brandenburg bzw. in Deutschland. Dementsprechend machen wir das heute in digitaler Form. Das erste Mal, also großes Pilotprojekt heute. Verschiedene Ergometer, die extra für den heutigen Wettbewerb entsprechend hergerichtet wurden. Und die natürlich auch viel, viel Spaß machen beim Zuschauen, bei den wenigen Zuschauern, die wir hier haben auf dem Gelände und bei den vielen Zuschauern, die wir hoffentlich draußen vor dem Internet haben, die das Ganze über YouTube und Facebook verfolgen. Die beiden sind da. Genau, machen sich noch kurz warm. Die Technik wird noch final vorbereitet, aber da kriegen wir jetzt bestimmt gleich das Go von Detlef und dann kann es losgehen. Und dann werden wir gleich mal uns ein bisschen über die Verschiebung der Olympischen Spiele unterhalten, die ja ein Jahr nach hinten verschoben wurden, wie die meisten ja mittlerweile mitbekommen haben. Dementsprechend werden wir mit jemandem sprechen, der schon im vergangenen Jahr mal die Rennstrecke testen konnte in Tokio und der natürlich jetzt besonders traurig ist, weil er sich vorgenommen hatte, für 2020 unbedingt nach Tokio zu fahren und seine Sportler dort zu begleiten. So, ein paar Konfigurationen noch und dann kann das Rennen, glaube ich, auch starten. Ja, ich glaube, die Jungs haben sich falsch schon auf die Ergometer gesetzt, deswegen muss Detlef jetzt noch schnell die Namen austauschen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Aber daran wird es nicht scheitern. Das darf in dem Alter noch passieren. Passiert einem Olympiasieger wie Sebastian Brendel natürlich nie, dass er sich in die falsche Bahn stellt, oder ist dir das schon mal passiert? Ja? Wird festgelegt. Ja, das wird festgelegt, Basti. Wurde er schon... Basti, ich komme mal zu dir. Warst du schon mal an der falschen Bahn unterwegs? Ist dir das schon mal passiert? Ich glaube, ich habe schon mal im Rennen die Bahn verlassen wegen Wind oder so. Weil mich der Wind drüber gedrückt hat. Aber dass ich am Anfang gleich in der falschen Bahn stand, ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. Wird das geahndet? Die Zahlen 1 bis 9 kriege ich noch hin. Das ist völlig klar. Das erwarten wir von einem dreifachen Olympiasieger. So, wie sieht's aus? Ferchi, alles klar, soweit? Der Daumen geht hoch bei Detlef, es kann losgehen. Okay, dann lassen wir den Nachwuchs ran. Ja, und die kämpfen natürlich jetzt darum, wer am Ende mit ihrem Idol am Start oder mit ihren Idolen an den Start gehen kann. Und Ben macht da ordentlich Betrieb, hat aber leider, so wie es aussieht, die Bootsspitze nicht vorne, sondern das wird wohl eher der Leon sein. In der Übersicht jetzt oben zu sehen, einen leichten Vorsprung würde ich da ausmachen, aber auch das kann sich noch ändern auf den letzten Metern. Und, ja, Leon, knapper Sieg vor Ben. Dann sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch für den Moment und wir geben kurz ab in die Werbung. Schaffst du es, auszuweichen? Klappt's nicht? Keine Sorge. Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus. At Securitas, we have a deep-rooted vision of safety for everyone, everywhere, anytime. Being the new face of security means we're constantly innovating to meet the needs of tomorrow. With our most important assets on the front line. Wenn es beim Feiern mal drunter und drüber geht. Okay. Zerbrich dir nicht den Kopf.
Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus. Also eine besondere Brisanz jetzt hier auf dieser kurzen Ergometer-Sprintstrecke. Und die Zeiten waren ziemlich dicht beieinander. Basti hatte, glaube ich, 36,9, Jan 37,7, der aber vielleicht ein bisschen rausnehmen konnte. Also wir dürfen gespannt sein, wer jetzt die Nase vorne haben wird. Aber vielleicht hat man auch nur geschickt die Kräfte eingeteilt, um im zweiten Rennen jetzt hier zu punkten. So, die Technik macht den Daumen hoch, es kann losgehen. Und zum Machen. Wir sehen aber, dass Basti schon einen deutlichen Vorsprung herausgefahren hat. Das ist jetzt für die Zuschauer daheim das obere Boot, das obere gelbe Boot. Und Jan versucht alles, aber da scheint er doch ein wenig in Hintertreffen geraten zu sein. Die letzten Meter. Ja, da entwickelt Sebastian Brendel als mehrfacher Olympiasieger natürlich den Ehrgeiz zu sagen, komm Jan, die letzten Meter noch, die letzten Meter noch und bitte nicht das Gerät zerstören. Dann lässt du dich noch feiern, genau. Er braucht auf jeden Fall auch den Zielapplaus. Komm, die letzten Meter. Als Gesicht der Kampagne, um den Nachwuchs für den Kanusport zu begeistern, Jan, wollen wir aber am nächsten Mal ein bisschen mehr Einsatz haben, ne? So, Sieg in diesem Fall für Applaus ein bisschen leiser als normalerweise, aber das liegt einfach daran, dass wir hier nur eine begrenzte Anzahl von Zuschauern haben dürfen. Der Rest digital draußen vor den Computern, vor dem PC. Emoji geben oder so, da gibt es ja derzeit oder wir mittlerweile werden viele Möglichkeiten. Wir werden uns anschließend in der Retrospektive noch einmal anschauen. So, wir sind kurz vor dem nächsten Wettbewerb. Hier werden natürlich wieder die Geräte desinfiziert. Jan, wie war's für dich? Wolltest du ihn gewinnen lassen, den Basti, oder? Ja, ich meine mal, ich habe ihn bei den Sprint in Berlin fertig gemacht, jetzt habe ich mal Feuer lassen, von daher alles gut. Es muss ausgewogen sein. Genau, alle machen mit. Insofern, wir hatten auf jeden Fall viel, viel Spaß, das können wir an der Stelle sagen. So, nächstes Rennen ist quasi schon vorbereitet. Genau, das Finale der Kajak-Damen, wir sehen dann auf der oberen Bahn Hanna Blechschmidt und auf der zweiten Bahn Katharina Diederichs. Das Rennen der Securitas kann gleich losgehen. Die letzten technischen Vorbereitungen laufen noch. Und man sieht noch den entspannten Gesichtsausdruck bei beiden jungen Damen. Ja, sieht noch gut aus. Freuen sich auf das, was kommt. Was soll sein? Wir sind im Finale. Das ist der Gesichtsausdruck. Jetzt geht's um die Brust. Jetzt gucken wir mal, wer von uns beiden hier besser ist. Du oder ich. Ich oder du. Viele Trainingskilometer, die gemeinsam absolviert wurden, zählen jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich fahren sie auch im Training immer den Sprint gegeneinander. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier beim Ergometersprint. Das ist jetzt was ganz was Neues mit seinen eigenen Gesetzen. Detlef hat nochmal jeweils auf den Knopf gedrückt. Jetzt muss er nochmal. Ja, die Technik. Komm, lass uns das Phrasenschwein nochmal auspacken. Der digitale Kanalsprint hat seine eigenen Gesetze. Ne? Auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es den Daumen von Detlef und das heißt, es geht los. Und da propellern sie beide los. Im oberen gelben Boot sehen wir Hanna, im unteren Katharina. Noch ist nicht auszumachen, wer da jetzt die Nase vorne hat. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Aber mittlerweile hat Katharina doch die Bootspitze ein wenig nach vorne schieben können und kämpft sich da dem Ziel entgegen. Hanna versucht aber noch alles, um dran zu bleiben. Aber mittlerweile scheint es doch eine digitale Bootslänge zu sein, die Katharina da schon vorne ist. Und es kann nicht mehr weit sein bis zum Ziel. Da kommt die Ziellinie und somit heißt die erste Siegerin bei den Kajakdamen Katharina Diederichs. Herzlichen Glückwunsch. Also die erste Siegerin beim ersten Potsdamer digitalen Kanalsprint. Das
Kann man durchaus sagen, kann oder? Kann man sich auf die Visitenkarte schreiben, ja. Könnte man machen. So, hier vorne läuft gleich das Finale im Damenkanadier, das Rennen der MBS. Wir haben Annika Loske gegen Isabel Zanin, die sich hier gerade so ein bisschen vorbereiten. Genau, was ist da wird nochmal der Stemmbock eingestellt. Ah, guck mal, da ist wieder der Mann mit den Schraubstockhänden dran gewesen. Basti, du hast das Ding so fest zugeschraubt. Da kriegst du Isabel nicht mehr auf. Da brauchst du eine Zange für. Aber wir haben ja alles. Ich kann ja mal. Du kannst ja, weißt du? Ich meine, du weißt, wie es geht. Bei mir ist es anschließend gleich kaputt. Insofern bin ich froh darüber. Isabel, du wusstest nicht, wie die Zange funktioniert? Oder was war jetzt das Problem? Unterbekommen. Dann daraus für den zweiten digitalen Kanalsprint, der irgendwann stattfindet, dass entsprechende Werkzeuge bereitstehen müssen oder wie einfach Sebastian Brendel nichts festschrauben lassen. Das kann ja auch sein, ne? Insofern. Aber ich bin froh, dass Ronald Ferch als ehemaliger, erfolgreicher Kanu-Rennsportler sofort Hand anlegen konnte und dafür gesorgt hat, dass dieser Wettbewerb auch ordentlich weitergehen kann. Genau, wir wollen ja hier keinen Verzug haben. Die Herren sind auch schon ganz heiß, sehen wir dahinter, die stellen sich auch schon die Paddel ein, um dann den besten Kajaksprinter zu ermitteln. Aber erstmal geht es noch darum, die beste Sprinterin bei den Damenkanadiern zu ermitteln. Annika, ist alles in Ordnung soweit? Ich denke, ja. Du denkst, dass alles in Ordnung ist? Ja. Isabel, bei dir auch? Ja? So, bei der Technik. Detlef drückt auch nochmal alle Knöpfe. Ich muss mal sagen, dass zwischendurch der Detlef, also der macht wirklich einen guten Job, ne? Also erstmal hat er dieses Programm entsprechend und die ganzen Starter da schon vorher in das Programm geschrieben und jetzt macht er wirklich einen guten Job. So, und jetzt geht's gleich los. Los geht's und wir sehen wieder unterschiedliche Herangehensweisen. Wobei jetzt haben sie doch beide eine ziemlich hohe Frequenz. Ja, im oberen Bild Isabel, die schon einen digitalen Vorsprung herausfahren konnte. Aber Annika wird bis zum Ende gegenhalten. Es geht hier natürlich auch immer um die Ehre in der Trainingsgruppe. Wir drücken natürlich die Daumen, aber es wird wahrscheinlich für Annika schwer werden, das noch aufzuholen. Die letzten Meter. Gleich müsste die Ziellinie zu sehen sein. Ja, das ist jetzt schon ein deutlicher Vorsprung. Da ist die Ziellinie. Und das heißt, erste Siegerin beim digitalen Kanalsprint bei den Damenkanadier, Isabel Zanin. Herzlichen Glückwunsch. Aber Annika steckt nicht auf, sie kämpft noch bis zum Ziel. Ja. Und hat auf jeden Fall auch einen Applaus verdient hier von den Anwesenden. Definitiv hat sie das. Und jetzt ist auch sie über die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist ein Unterschied. Ergometer wird das Wasser auch für die, um die Balance zu halten zum Beispiel. Das ist auch schwierig, habe ich mir vorhin erklären lassen. Genau. Ich bin nur gespannt, wie lange das jetzt noch Thema in der Trainingsgruppe sein wird. Jetzt, oh. Das wird intern ausgewertet. Warum warst du so viel schneller als ich? Wir wollten noch gemeinsam über die Ziellinie. Ja, nee. Das haben wir aber auch schon in der olympischen Geschichte erlebt. Das ruft dann auch schlechte Presse hervor, wenn man gemeinsam über die Ziellinie geht. Das stimmt. Und insofern, man schenkt sich hier sowieso nichts beim Kanu-Club Potsdam. Als erfolgreichster Kanu-Club der Welt hat jeder Sportler den Anspruch, hier auch als Erster über die Ziellinie fahren zu wollen. Klar, weil es gibt nichts Besseres als den Wettkampf oder den Wettkampfcharakter schon im Training. Das ist das, was einen dann am Ende auch weiterbringt, was einen besser macht und das zeichnet ja Potsdam auch aus, dass wir starke Trainingsgruppen haben, wo immer ein gesunder Wettbewerb vorhanden ist und die Leute sich dadurch motivieren, im Wettkampf dann auch optimal in den Start zu gehen. Und deshalb sind auch so viele Leute jetzt gerade dabei und schauen uns zu hier. Herzlich willkommen über Facebook, YouTube und alle anderen sozialen Kanäle. Hier läuft der erste Potsdamer Kanalsprint in digital und wir sind kurz vor dem Finale der Herren im Kajak. Und Ronny, das Rennen der EDIS AG. Ja, und jetzt setzt er die Kappe doch wieder ab, obwohl ihm da extra noch Ersatz besorgt wurde. Genau. Die Haare verhindern, dass diese Kappe hält. Und dementsprechend, sie rutscht halt immer runter. Da kann man gar nichts gegen tun. Jetzt geht's um die Wurst. Mein lieber Mann, was der Raue da los propellert. Ui. Ich hatte etwas Angst, dass so etwas passiert und habe mir gedacht, wenn Ronny oder Basti so sich ins Zeug legen, dass das ein oder andere Gerät kaputt ist.
Ich glaube, gibt es für diesen Fall die Möglichkeit, also das Rennen nochmal zu wiederholen? Nee, also da müssen wir jetzt ganz klar die Wettkampfregel, wie sie im normalen Rennsport auch ist. Es gibt eine Paddelbruchlinie, die hatte Ronny aus meiner Sicht schon überfahren. Und somit gilt er jetzt leider als disqualifiziert. Das ist natürlich tragisch, gerade bei so einem tollen Event wie hier, dass sowas jetzt ihm passiert. Wir können ihn ja mal fragen, ob ihm das im richtigen Paddeln schon mal passiert ist, dass ihm das Paddel gebrochen ist. Aber tja, können wir jetzt leider nichts machen, Ronny. Ich frage ihn, ist im richtigen Leben schon mal in einem richtigen Rennen das Paddel gebrochen, Ronny? Im richtigen Rennen noch nicht, im Training zwar schon ab und zu mal, aber im richtigen Rennen noch nicht. Aber wir wollten ja mal gucken, was sie aushalten. Also wir müssen die Klebestellen ein bisschen fester machen. Aber wer zerstört, fliegt raus, das ist halt so, ne? Ja, Schopfi hat gewonnen, eindeutig, klar, heute. Klarer Sieger, Schopfi. Bist du ein bisschen traurig? Nein, ich gönne dem jungen Mann das. Der braucht das ab und zu. Im Training kriegt er jeden Tag einen drauf, da braucht er so eine Höhepunkte ab und zu mal. Aber es hätte sich schon gut gemacht in deiner Referenzliste, wenn du als Sieger des ersten digitalen Potsdamer Kanalsprints auch noch da drin gestanden hättest. Ja, das stimmt. Aber ich höre bald auf und ich brauche einen Nachfolger und Schopfi macht das gut. Noch hörst du nicht auf. Wir haben ja gerade von Jürgen Eschert gehört, dass du dich darauf freust, auch wenn die Olympischen Spiele ein Jahr verschoben sind, dann trotzdem teilzunehmen. Und vielleicht können wir dich darüber hinaus ja nochmal überreden, dann noch ein bisschen länger zu machen. Ja, du hörst auch mal auf, dann moderiere ich deinen Job. Das kannst du machen. Alles klar. Irgendwann wird es soweit sein. So, der Ferchi, wie sieht's aus? Ja, jetzt haben wir eigentlich ja die Sieger schon alle ermittelt. Wir machen jetzt natürlich noch das Mixrennen und wollen an dieser Stelle aber natürlich auch noch ein paar andere Sponsoren begrüßen, die heute den Weg hierher gefunden haben. Wir sagen ganz herzlichen Dank auch an Knut Hackrath von der Firma AVMS. Das ist also die Firma, die uns diese problemlose Übertragung ins Internet ermöglicht, die vielen Kameras zur Verfügung stellt und dafür sorgt, dass uns Leute weltweit verfolgen können. Herzlichen Dank dafür. Dann Rolf Zander von der Firma Promoter. Von der Firma Promoter. Genau. Herzlichen Dank. Dann haben wir Guido Stutzke da. Auch von Promoter. Hans-Joachim Hoffmann, André Philipp. Und das sind die Vertreter von A&P Steuerberater, beziehungsweise von der Firma Debex. Genau. So, Ronny hat natürlich jetzt auch ein kleines schlechtes Gewissen, weil wir haben ja noch die Mixrennen und jetzt muss er erstmal das Gerät wieder ganz machen. Aber ein Ronald Rauer hat natürlich einen Werkzeugkasten dabei und entsprechende Gerätschaften, um ein kaputtes Ergometergerät sofort zu reparieren, wie wir ihn kennen. Genau, aber nichtsdestotrotz fangen wir einfach mit dem Mix im Kanadier an. Und dazu begrüßen wir natürlich auf der Bühne nochmal Sebastian Brendel und Jan Wandrei. Und die beiden Damen, die vorhin schon den Ausscheid gefahren sind, nämlich Maike Jakob und Hedi Klimke. Und für alle, die jetzt ihre Zeitplanung im Hinterkopf haben, also wir brauchen ungefähr noch 20 Minuten inklusive der Siegerehrung nachher, die man natürlich auch nicht verpassen sollte, wenn man sich das schon mal anschaut. Genau, und die beiden jungen Mädels haben den Aufruf leider nicht gehört, die kuscheln dann noch. Haben schon eine Bratwurst in der Hand, aber sie müssen doch jetzt nochmal Höchstleistung bringen. Jetzt geht es ja um die Staffel. Machen wir den zweiten Versuch. Am besten zweiter Versuch. Auf dich hören sie hier beim Kanu-Club. Auf Basti haben sie gehört. So, und der Modus ist so, dass wir natürlich vorhin dieses Ausscheidungsrennen gesehen haben und die Erste aus der Jugend fährt nicht mit dem Ersten aus der Leistungsklasse, das wäre ein bisschen zu einfach, sondern mit dem Zweiten. Mit dem Zweiten, genau. Also fährt Basti mit Hedi. Die werden jetzt gemeinsam zeitgleich paddeln und wir werden dann die Zeiten addieren. Und anschließend ist die andere Kombination dran und dann gucken wir mal, wer schneller war. Wenn fliegt, mach das Beste draus. Macht's gut, Freunde! Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus. Edis sichert als Strom- und Gasnetzbetreiber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung. Die Aufnahme von immer mehr grüner Energie in das Netz ist eine der wichtigsten Edis-Aufgaben. Die erneuerbaren Energien hatten bereits 2014 im Gebiet der Edis AG einen Anteil von rund 90% am Netzabsatz. Edis – Netze für neue Energie. Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, herzlich willkommen zum ersten digitalen Kanalsprint. Kanalsprint 2020. Ohne Wasser, ohne 5000 Live-Zuschauer, aber die Kanuten werden auch in diesem Jahr wieder ihr Bestes geben. Und wir als mittelbrandenburgische Sparkasse sind auch in diesen Zeiten an Ihrer Seite. Viel Erfolg allen Sportlern. Wenn die Situation mal aus dem Ruder läuft, meins? Schaffst du es auszuweichen? Klappt's nicht, keine Sorge. Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da, der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney+. Potsdamer
Kanalsprint in digital, der heute hier läuft. Und ein Mixed-Rennen, das heißt erfolgreicher Sportler, Sieger und Zweitplatzierter in einem Team. Genau, und die letzten Jahre hatten wir es natürlich so, dass die beiden in einem Boot gekniet haben. Wir können sie jetzt nicht beide gleichzeitig auf einen Ergometer knien. Wenn es mal zwei Ergometer gibt, dann werden wir das natürlich sofort ins Programm nehmen. Wir haben uns das jetzt so gedacht, dass die beiden einfach gleichzeitig kämpfen. Ne? Das ist natürlich für so einen jungen Nachwuchssportler auch eine besondere Motivation, dann mit einem dreifachen Olympiasieger gleichzeitig an den Start zu gehen. Und wir addieren dann einfach die beiden Zeiten und anschließend fahren dann Jan und Maike im gleichen Modus und dann gucken wir mal, wer schneller war. Und sowas gab es selbst noch nicht für Sebastian Brendel. Und der hat schon alles erlebt in seinem Leben. Ich hoffe, Heli ist nicht schneller als ich. Was würde passieren, wenn sie tatsächlich schneller wäre als du? Du gehst trotzdem nächstes Jahr an den Start bei den Olympischen Spielen, ja? Oder würdest du dann sagen, nee, dann höre ich mal lieber auf? Nee, ich würde dann noch mehr trainieren. Du würdest dann noch mehr trainieren? Ja, ich würde mir noch mehr Mühe geben, ja. Aber jetzt gibst du dir auch erstmal Mühe. Okay, dann fragen wir mal die Technik, wie weit die Vorbereitungen gediehen sind. Obligatorische Druck auf den Knopf nochmal, damit es auch wirklich losgehen kann. Und das Schöne ist, dass hier der Spaß wirklich im Vordergrund steht. Ja? Genau, aber jetzt wird es ernst. Und da können wir jetzt wirklich gleich mal gucken, ob Basti sich denn gegen Hedi durchsetzen kann. Also aktuell sind die beiden digitalen Boote noch gleich auf. Genau. Und ich sehe da wirklich zumindest bei Hedi eine höhere Geschwindigkeit. Also Basti, Heli, Basti, Heli, Basti, Heli. Ich glaube, Basti verkrampft ein bisschen jetzt, wo Hedi doch schon eine digitale Bootslänge Vorsprung hat. Kann es durchaus sein, dass jetzt auch jemand vertauscht? Die Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber letztendlich ist es auch egal, weil es zählt ja die Summe der beiden Leistungen. Von daher. Aber das ist schon sehr erstaunlich, oder? Aber damit hat jetzt, glaube ich, gar keiner gerechnet. Aber ich denke, das wird der Trainer ihn dann morgen auch nochmal aufs Brot schmieren. Das vermute ich auch. Das gibt also ein internes Krisengespräch. Da kommt die Ziellinie. Hedi ist schon mal durch und Basti kämpft noch. Aber jetzt hat es auch Basti geschafft. Schön. Mädchen schlägt großen, erfolgreichen Mann, dreifachen Olympiasieger. Und zwar mit einer kompletten Bootslänge. Sie lacht sich und hat noch Luft und Basti ist komplett außer Atem und kurz vorm Zusammenbrechen. Hedi ist fit. Was? Das ist die Erklärung dafür? Hedi ist fit. Hedi, komm mal zu uns. Was hat er falsch gemacht? Was hast du besser gemacht? Vielleicht kannst du es ganz kurz erläutern. Keine Ahnung. Gute Strategie? Ja. Ich bin nicht. Wie fühlt sich das an, einfach den dreifachen Olympiasieger einfach immer aus dem Rennen zu schmeißen? Sehr gut. Kleiner Ansporn für dich, das auch mal zu machen irgendwann? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, auf deinem Konto sehen wir irgendwann auch dann so drei oder mehr Olympiasiegertitel. Ja, auf jeden Fall. Bleib am Ball, herzlichen Glückwunsch. Mensch, ich glaube, ich kann mich schon vorstellen, wenn Jan van Drey und Sebastian Brendel in einem, zum Beispiel in einem Umkleideraum aufeinandertreffen und das Gedisse wieder großartig losgeht. Also du hast da bestimmt schon einen Text vorbereitet, wa? Jan, wie ich dich kenne? Natürlich, aber ich habe auch so ein bisschen Angst vor dem Rennen jetzt, muss ich sagen. Ich will auch nicht verlieren. Also für den Fall, dass dir das jetzt auch passiert, dann wird morgen eine ganz besondere Headline in der Zeitung stehen, vermute ich mal. Ja, aber dann können sie sich wenigstens beide gegenseitig bemitleiden. Ne? Also da kann nicht der eine sich über den anderen lustig machen, sondern dann trauern sie halt. Da ist das große Wundenlecken angesagt. Man kann diesen Stream sich auch nochmal anschauen. Also es gibt bestimmt Leute, die anschließend zurückspulen und sagen, Moment mal, was war das wirklich so? Na, vor allem Hedi wird sich den ganz oft angucken. Hedi wird sich den einrahmen. Ja, auf jeden Fall. Das war so der erste Clip. Mein erster großer Sieg gegen Sebastian Brendel beim ersten digitalen Potsdamer Kanalsprint. Genau, wird dann ausgeschnitten das Video und dann in den sozialen Medien gepostet und dann gibt es da bestimmt den einen oder anderen Like. Der Tag, an dem ich Sebastian Brendel besiegt habe. Das war der Beginn einer großen Karriere. Guck mal, aber auch du hast wieder das so fest angeschraubt, dass... Aber Jan macht das. Der Mann mit den Schraubstockhänden. Da liegt noch eine Zange, Jan. Hinter dir. Eine Zange. Fürs nächste Mal, wir bauen da Flügelmuttern drauf, wo man besser rankommt. Mit so einem Knauf oben drauf oder sowas. Größere Flügelmuttern, meine ich. So mit dem Knauf, so ein bisschen handfreundlich. Ihm schlottern schon so ein bisschen die Knie. Auch zu Recht, ne?
Ja. Das ist der starke weibliche Nachwuchs hier beim Kanu-Club Potsdam. Die sind einfach so gut, dass sie selbst hier die männlichen Olympiasieger aus dem Rennen werfen. Genau. Die Jugend immer voran. Aber wie gesagt, am Ende ist es egal. Naja, nicht so richtig, aber für die Teamleistung zählt ja die Addition beider Zeiten. Und wenn dann halt die Jungen die gute Zeit rausholen, dann können sie da die Leistung der Älteren erfolgreich ein bisschen kompensieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, Jan Wanderer ist ja nur das Gesicht der neuen Kampagne. Allianz macht Schule. Und wenn er bei den ganzen Schülern dorthin geht und sagt, komm mal zum Kanu-Rennsport und die ganzen Schülerinnen dann in den Schulen sagen, ja, du hast dagegen das Mädel verloren da, das macht sich vielleicht auch gar nicht so gut. Pädagogisch wertvoll, sagt er. Okay, wenn du das so sagst. Okay. Guck mal, ich als Olympiasieger lasse dich einfach mal gewinnen. Komm doch auch mal zu uns, vielleicht hast du Spaß dran. So, was sagt die Technik? Was ist das eigentlich für? Der obligatorische Knopfdruck. Man kann da auch die Belastungsstufen verändern. Ja, aber das haben wir natürlich... Kann das sein, dass das... Nee, das kann eigentlich nicht bei sein. Bei Basti so auf 9 war und vorhin bei Hedi auf 1? Nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss man aber aufpassen, dass Herr Wandrei zum Beispiel nicht zwischendurch das Gerät manipuliert hat, um jetzt unbedingt zu gewinnen. Unbedingt zu gewinnen, weiß ich nicht, unbedingt nicht zu verlieren. So, los geht's. Zweite Runde im Mixrennen, der Kanadier. Los geht's. Und wir sehen oben die Maike und im unteren Boot Jan. Aber hier zeigt sich, dass es doch ein deutlich engeres Rennen ist als davor. Aber jetzt auch nicht so, dass Jan seine ganze Klasse als Olympiasieger hier deutlich unter Beweis stellen könnte. Ich würde sogar fast behaupten, er hat jetzt auch einen leichten Rückstand. Das würde ich auch glatt behaupten. Aber vielleicht ist das auch eine Strategie. Vielleicht wollen sie auch die Mädels auf die Art und Weise anspornen und sagen, guck mal, du bist so gut, du hast gegen mich gewonnen. Ja, und vor allem, um die Teamleistung auch hochzuhalten. Ne? Ja, ja. Das Ganze muss ja am Ende auch noch addiert werden. Genau, es ist jetzt ein sehr, sehr enges Rennen. Ist das Team Wandrei-Jakob stärker? Auf jeden Fall gleichmäßiger. Guck mal, da kommt die Ziellinie und sie sind fast zeitgleich im Ziel. Also Jan braucht nicht so lange hinterher paddeln wie Basti gerade eben. Aber tatsächlich. Zeiten gespannt, von daher. Definitiv. Anstrengend sagst, ja? Nee. So, und das Gleiche haben wir jetzt auch nochmal bei den Kajaks. Und zwar fährt da die Siegerin bei den Kajakdamen, Katharina Diederichs, gegen den Zweitplatzierten, das war Ben Harnisch. Und die Zweitplatzierte bei den Kajakdamen, das war Hanna Blechschmidt, fährt mit, wie heißt er, Leon Michael Reckzehn. So, und wir fangen an mit Katharina und Ben. Und das werden dann die letzten beiden Rennen des heutigen Tages werden. Und dann haben wir noch die ehrenvolle Aufgabe, hier die Sieger zu ehren, die noch Pokale mit nach Hause nehmen können. Aber Ben hat jetzt begibt er sich auf die Startposition. Er muss sich natürlich sein Boot auch noch einstellen. Ob ihr gewonnen habt? Ja, das war die Frage jetzt. Na, das werden wir dann gleich noch von der Technik die Informationen bekommen. Er muss jetzt erstmal noch die Rennen vorbereiten. Die Spannung wird bis zur Siegerehrung aufrechterhalten. Definitiv. Müssen wir die Zeiten addieren und dann wissen wir, wer am Ende das Rennen gewonnen hat, wer die Nase vorn hatte. Jetzt aber erstmal. So, die beiden können sich schon mal gerne ihr Gerät einstellen. Die sind dann noch so ein bisschen zurückhaltend. Macht mal an die Geräte, Sportlerinnen und Sportler. Everyone, everywhere, anytime. Being the new face of security means we're constantly innovating to meet the needs of tomorrow with our most important assets on the front line. Wenn es beim Feiern mal drunter und drüber geht. Okay. Zerbrich dir nicht den Kopf. Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus.
So, Katharina gegen Ben. Oder man muss sagen, Katharina und Ben. Genau, in dem Fall. Es geht ja um die Teamleistung. Kanalsprint in digital. Also so kleines Zwischenfazit. Ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Wasser gar nicht fehlen würde. Ja, es ist halt mal eine neue Erfahrung und ich denke, hat sich bewährt. Definitiv. Also könnten wir, sofern wir es müssen, das Ganze auch als Wintervariante nutzen, um Ausgabe 2, 3 und 4 davon zu machen. Die Sportler sind bereit. Detlef gibt das Zeichen. Und Ben und Katharina sind dabei. Auch wenn sie natürlich gemeinsam fahren, interessiert uns hier trotzdem der Ausscheid gegeneinander. Und auch hier sehen wir ein sehr, sehr spannendes Rennen. Aber doch mit einem leichten Vorteil für Ben. Auf der unteren Bahn, mit dem unteren gelben Boot. Aber wie gesagt, am Ende zählt die Addition beider Zeiten, die Teamleistung im Wettbewerb dann gegen Hanna und Leon. Wenn ich sage, das vorletzte Rennen ist fast vorbei, das klingt fast schon ein bisschen wehmütig, ehrlich, ne? Also die Veranstaltung hat ja gerade erst begonnen, es ist schon fast wieder vorbei. Das ist ein bisschen schade. Ja, ja. Aber wir wollen natürlich die Veranstaltung so kurzweilig wie möglich halten und von daher viele schnelle Rennen hintereinander. So, Ben ist im Ziel, Katharina kämpft noch für die Zeit des Teams und 85 Sekunden ungefähr, können wir uns mal merken. Dann ist nur noch Siegerehrung. Dann sind wir schon fast durch. Das ist so schade. Genau, da wird natürlich nochmal schnell gewischt. Wird kurz desinfiziert, weil darauf haben wir die ganze Zeit dort geachtet, dass unsere Ergometer auf jeden Fall immer ordentlich desinfiziert werden. Das ist wichtig. Ja. Wir haben uns die ganze Zeit an die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandregeln gehalten. Geräte sind desinfiziert. Sportler sind bereit. Die Technik auch gleich. Detlef gibt natürlich noch schnell die Namen ein, damit wir im Stream dann auch sehen können, wer welches Boot hat. Und da würde ich mich freuen, wenn unsere Sponsoren der Veranstaltung sie auch schon bereithalten würden, um dann anschließend gleich zur Siegerehrung zu kommen. Ich kann sie ja namentlich nochmal nennen an der Stelle. Also vorneweg natürlich Matthias Bestermüller von der Allianz, dann Andrea Aulich von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Andreas Zülker von der DB Regio Nordost, Hannes Hobitz von der Edis AG und Carsten Drexler von der Securitas. So. Die letzten Vorbereitungen für das letzte Rennen sind abgeschlossen. Detlef drückt ein letztes Mal die Knöpfe an den Displays. Er wird es sicherlich dann auch vermissen morgen. Das Startsignal kommt und das letzte Rennen ist gleich auf dem Weg. So, jetzt geht's um die Teamleistung. Und der Leon zieht ja los wie der Ronny vorhin. Hoffentlich hält das Paddel diesmal. Das wäre umso tragischer bei einem solchen Teamwettkampf. Hat das untere gelbe Boot, hat auch schon einen Vorsprung rausfahren können. Wobei Vorsprung natürlich hier bei diesem Teamwettbewerb der falsche Ausdruck ist. Er versucht, Hanna auf seiner digitalen Welle mitzuziehen, würde ich sagen. Und wir haben immer noch im Kopf, ungefähr 85 Sekunden waren die anderen beiden unterwegs in der Summe. Mal gucken, was bei den beiden rauskommt. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit werden. Da ist die Ziellinie. Und Leon ist schon im Ziel und Hanna kämpft noch die letzten Meter. Und dann schauen wir mal, was die Zeiten sagen. Wir haben 39 unten ungefähr. 39 und 47. Würde ich sagen, ich verlasse mich mal darauf, dass das stimmt. Ansonsten warten wir gleich mal, was uns unser Schiedsgericht darüber reicht. Und wir gucken uns das mal genau an. Aber wir können ja schon mal mit den Siegerehrungen für die Einerrennen beginnen. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann bitte ich jetzt die eben genannten Personen nochmal nach vorne. Also, Carsten Drexler von der Securitas Holding, Hannes Hobitz von der Edis AG, Andreas Zülker von der DB Regio Nordost und Andrea Aulich von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse sowie Dr. Matthias Bestermüller von der
Auch, aber dann können wir bitte den Löwenanteil der Arbeit haben eigentlich Kerstin Gradl und Jörg Henker gemacht, das muss man auch mal erwähnen. Können wir bitte für alle eben genannten Personen mal einen tosen Applaus bekommen von denen, die da sind, weil die haben sich das wirklich verdient, die haben das Ding hier gestemmt und sich einfallen lassen. So. Siegerehrung. Beginnen wir mit den Kanadier Herren. Ich habe nichts dagegen. Rennen der DB Regio Nordost, also brauchen wir Andreas Zürcher. Genau. Herr Zürcher, Sie sind bereit, um den Pokal zu übergeben. Haben Sie sich schon den richtigen rausgesucht? Ja. Dann brauchen wir jetzt den Sieger und das war Sebastian Brendel. Sebastian Brendel, bitte zu uns nach vorne, den Sieger beim Rennen der DB Regio. Genau, kurz abgefaustet? Ich weiß es nicht. Also ihr habt die Wahl als Sportler zwischen Ellenbogen und Faust. Das geht beides? Genau. Ein weiterer Pokal in seiner, ich weiß gar nicht, ob er in seiner Wohnung einen extra Raum für die Pokale und Medaillen hat. Eine Werkhalle, die er angemietet hat. Bei seinen Eltern in Schwedt. Okay. Ja, auf jeden Fall Sebastian Brendel, der erste Sieger des ersten digitalen Potsdamer Kanalsprints bei den Herren im Kanadier. Also Basti, ich frag mal wirklich, kommt der Pokal in den Blumenladen deiner Eltern? Nee, nicht im Blumenladen, zu Hause bei meinen Eltern, ins Gästezimmer sozusagen. Und da ist eine ganze Wand mit allen Medaillen, Pokalen, Urkunden, alles voll. Schick's mir ein Bild, ja. Irgendwer hat mal gesagt, also die Familie Brendel mussten sich eine größere Wohnung nehmen, weil Basti so erfolgreich ist. Ein Haus. Ja. Dass die ganzen Pokale so viel Platz wegnehmen. Nein, ist ein kleines Zimmer, sind ja schmal, von daher passt das. Passt das rein, okay, alles klar. Na dann. Noch ein kurzes Foto. Und dann machen wir weiter mit den Damen-Kajak. Der Applaus fällt hier ein bisschen schmaler aus, da muss man sich nicht drüber wundern, weil wir haben ja nur eine gewisse Anzahl an Publikum, was wir überhaupt einladen durften zu dieser Veranstaltung. Dementsprechend können auch nicht so viele klatschen. Aber man kann sich den Applaus ja denken. Oder vielleicht gibt es auch die entsprechenden Emojis unten drunter für alle, die uns also online verfolgen. Wenn da die Applaus-Emojis zu sehen sind, dann ist das quasi der Applaus, den wir hier nicht hören, aber den man auf jeden Fall spüren kann, wenn man davor sitzt vor dem Gerät und sich das anschaut. Na, ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn die Sportler dann in Fotos in den sozialen Medien posten, dass da die Leute dann auch unterschreiben, Mensch, Basti, toll gemacht. So. Außer beim Mixrennen. Dann kommen wir zur nächsten Siegerehrung. Genau, Kajakdamen wollten wir machen, Rennen der Securitas. Und da bitten wir ganz freundlichst uns nach vorne, Carsten Drexler von der Securitas Holding. Haben Sie schon den entsprechenden Pokal gefunden, den Sie jetzt gleich übergeben werden? Und wir brauchen natürlich die Siegerin, Katharina Diederichs. Katharina Diederichs. Und von den anwesenden Leuten der entsprechende Applaus dazu. Sie ist noch ganz geschafft. Glaube ich nicht. Der Schock sitzt so tief darüber, dass du das erste, dieses digitale Rennen gewonnen hast. Wie fühlt sich das an für dich? Super. Das kann man deinem Gesicht gar nicht. Kannst du das deinem Gesicht noch sagen, dass du dich jetzt super anfühlst? Ich meine, es ist das erste Mal und dafür war es wirklich toll. Da gibt es deinen Blumenstrauß und den entsprechenden Pokal und den Applaus vom Publikum. Bitte nochmal. Dein wievielter Pokal ist das schon? Mein zweiter. Nee, dritter. Also du brauchst noch kein Zimmer wie Bastis Eltern, die da anbauen müssen. Wunderbar. Na dann. Dankeschön, dass du mitgemacht hast und wir freuen uns aufs nächste Jahr, aufs nächste Mal und hoffen, dass du wieder so erfolgreich bist wie in diesem Jahr, im Corona-Jahr 2020. Nee, sie ist nicht mehr da. Der Bundestrainer übernimmt. Andrea Aulich hatte noch einen Termin, das hat sie gesagt. Sie musste leider los. Aber der Bundestrainer Ralf Welke übernimmt einfach die Siegerehrung. Mensch, von Ralf Welke den Pokal überreicht zu bekommen, das ist natürlich noch fast, also mindestens genauso gut. Ralf, dann guck aber, dass du den richtigen Pokal erwischt. Und gewonnen hat Isabel Zanin. Isabel Zanin, bitte zu uns nach vorne. Isabel, die vorhin gesagt hat, das ist so ein großer Unterschied. Also mindestens 50-60% unterscheidet sich der digitale Kanalsprint von dem auf dem Wasser. Es hat es sich aber doch für dich so sehr gelohnt. Und wer jetzt mal genau zuhört, wenn Isabel Dankeschön dafür sagt und die Rede an die Nation hält, die hat eine ganz zauberhafte Stimme, die Isabel. So, jetzt hast du die Möglichkeit, mal weltweit den Zuschauern draußen vor dem Internet zu sagen, wie du das Ganze für dich umsetzt. Also erstmal ist es
ein sehr schönes Event gewesen. Es hat Spaß gemacht und ich habe mich gefreut, dass ihr alle da wart und zugeguckt habt. Hoffentlich. Weiß ich ja nicht, wer zugeguckt hat. Na, Millionen Leute draußen vor dem Internet. Ja? Schöne Stimme, sage ich immer. Dann freue ich mich auf künftige Interviews und viel Erfolg. Und er möge einen würdigen Platz bekommen, der Pokal. Bekommt er. So, dann die letzte Siegerehrung im Einer. Und das war vielleicht die größte Überraschung des heutigen Tages. Alle hatten natürlich gedacht, Mensch, Ronny Rau ist schon so auf den richtigen Kanalsprint gewonnen. Dann wird er auch beim Digitalen ganz weit vorne sein. Vermutlich, ja. Aber er hat das Gerät ein wenig überfordert und somit ist Jakob Schopf der Sieger. Jakob Schopf, bitte zu uns nach vorne. Bei der letzten Siegerehrung des heutigen Tages und das ist das Rennen der Securitas gewesen. Nee, der Edis AG. Der Edis AG. Hannes Hobitz, bitte, vom Vorstandsbüro Kommunikation zu uns. Und es ist ja nur noch ein Pokal da kann man sich nicht vergreifen sozusagen. Herzlichen Glückwunsch, Jakob. Toll gemacht, super. Jetzt mal ein kurzes Fazit. Künftig lieber auf dem Wasser oder möchtest du das Ganze nochmal digital angehen und hast du eine Strategie schon für das nächste Mal entwickelt? Eigentlich würde ich gerne beides machen. Also ich glaube, das ist hier ein gutes Event, um halt Nachwuchs und alle möglichen Leute zu animieren, irgendwie hier mal zuzugucken, aber auf dem Wasser ist schöner. Hast du dir gedacht, der Rauer wird wahrscheinlich bestimmt irgendwas kaputt brechen, wenn er immer so brachial da rangeht und ich werde mal lieber ein bisschen sanfter anfangen, fassen? Ich glaube, der war einfach schon fertig vom Vorlauf und hat sich eine Ausrede einfallen lassen. Das kann natürlich sein, das lassen wir einfach mal so stehen an dieser Stelle und sagen herzlichen Glückwunsch nochmal, einen Applaus bitte an unseren vierten Sieger vom ersten Potsdamer Kanalsprint in digital. Ja, was soll ich sagen? Also mir hat es bisher riesigen Spaß gemacht. Was sagst du? Ja, aber wir haben ja noch zwei Siegerehrungen, und zwar die Mixrennen. Genau, die Hoffnungsrennen kommen auch noch. Unglaublich spannend war, zumindest in einem der beiden Rennen, bei den Kanadiern war es doch eine ziemlich eindeutige Entscheidung und wir haben ja gesehen, dass beide Olympiasieger sich ihren jungen Konkurrenten geschlagen geben mussten, aber die Teamleistung war dann doch bei Sebastian Brendel und bei Heidi Klimke doch ein wenig besser mit 1 Minute 38 in der Summe gegenüber 1 Minute 48 bei Maike und Jan. Und somit sind Heidi und Basti die Sieger des ersten digitalen Kanalsprints im Mix. Wer hätte das gedacht? Ich habe das jetzt hier unter, sage ich mal, Spaßrennen abhaken wollen, aber es ist ja gar nicht. Ne? Also nee. Es ist ja im Prinzip ein reguläres Rennen, nur dass also ein Champion mit einem Zweitplatzierten hier an den Start geht und das Ganze ausgewogen scheint, weil es andersrum ja genauso ist. Genau, aber wir wollen natürlich die Sieger und den Vertreter von der Allianz auch nochmal nach vorne bitten. Heidi und Basti. Heidi Klimke und Sebastian Brendel bitte noch einmal zu uns nach vorne. Genau, und wollen wir die anderen gleich dazu holen? Können wir eigentlich auch machen. Da hatten wir es ja im Kopf schon überschlagen und die Technik hat das auch bestätigt. Da sind die Sieger Katharina und Ben, die ganz knapp sich gegen Leon und Hanna durchsetzen konnten. Aber wirklich ganz knapp, falls ihr die Zeiten mal hören wollt. Also für Katharina und Ben 1,25,6 und für Leon und Hanna 1,26,4. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Dann kommt mal bitte auch noch zu uns. Und natürlich Dr. Bestendorf von der Allianz. Den wollen wir fürs Foto auch noch dazu haben. Herr Bestermöller, wir brauchen nochmal... Habe ich eine falsche Information? Da möchte ich mich entschuldigen. Ja, das ist doch ganz toll gemacht. Die Aktion auch erklärt. Allianz. Ja, wo ist Ben? Holt die Schüler auf die Wasserrennstrecke. So. Ben und Katharina, bitte nochmal für ein Foto. Ben Harnisch, Katharina Diederichs, bitte zur letzten Siegerehrung des... Ich darf nicht Spaßrennen sagen. Ich möchte gern Spaßrennen sagen, weil es war irgendwie ein Spaß. Zumindest war es für uns sehr schön Sinn. Für Basti war es kein Spaß. Ich habe heute verloren gegen eine Frau. Ich glaube, er wird heute schlecht schlafen, vermute ich mal. Genau, so. Alle mal nochmal Aufstellung nehmen fürs Foto. Genau, vielleicht den Vertreter von der Allianz ein bisschen mit ran, damit er auch mit drauf ist. Genau. Herr Bestermöller, es gibt, glaube ich, jetzt ein paar schöne Preise, ne? Einmal ins Foto. Und dann werden die Preise übergeben. Sind das die Handtücher? Die großen Handtücher. Komm, 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 komm.
Im Hintergrund werden schon kleine Nebenrennen ausgetragen. So, und da wird nochmal ein Foto gemacht. Gut. So, dann haben wir unsere beiden Spaßrennen auch noch beendet. Und damit ist offiziell Ende vom ersten digitalen Kanalsprint hier in Potsdam auf dem Gelände vom Kanu-Club Potsdam. Diesmal ohne Wasser auf dem Ergometer. Also ich fand es wirklich einen spitzenmäßigen Wettbewerb. Hat viel Spaß gebracht und eine tolle Idee in Corona-Zeiten, wo andere Sachen gar nicht möglich sind. Was sagst du als erfahrener Kanut? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir das Beste aus der Situation gemacht haben und natürlich jetzt auch Ideen haben, wie wir das dann in den Winter transformieren können. Wir haben ja auch schon die ersten Anmeldungen. Du hast gesagt, du würdest auch gerne mal. Ja. Von daher sind Ideen da, das Format weiterzuentwickeln. Ist der C wieder in Ordnung, sitze ich auf jeden Fall auf so einem Ding drauf und mache mit ihm einen kleinen Wettbewerb. Ansonsten kann ich nur sagen, unter diese Übertragung jetzt bitte, wenn ihr möchtet, gerne Like abgeben, kleinen Kommentar abgeben und uns sagen, wie gut ihr das fandet oder vielleicht auch nicht gut fandet, für den Fall, dass ihr sagt, nee, lieber auf dem Wasser. Wir möchten das natürlich wissen, weil eure Meinungen sind uns natürlich wichtig. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen an alle, die bei YouTube oder bei Facebook dabei waren. Ja, auf Wiedersehen sagen zum einen Ronald Ferch und der Hausmoderator des Kanu Club Potsdam, Jens Herrmann. Ich wünsche einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn nicht nur das Dach, sondern das ganze Haus wegfliegt. Mach das Beste draus. Macht's gut, Freunde! Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus. Edis sichert als Strom- und Gasnetzbetreiber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung. Die Aufnahme von immer mehr grüner Energie in das Netz ist eine der wichtigsten EDIS-Aufgaben. Die erneuerbaren Energien hatten bereits 2014 im Gebiet der EDIS AG einen Anteil von rund 90% am Netzabsatz. EDIS – Netze für neue Energie. Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, herzlich willkommen zum ersten digitalen Kanalsprint. Kanalsprint 2020. Ohne Wasser, ohne 5000 Live-Zuschauer, aber die Kanuten werden auch in diesem Jahr wieder ihr Bestes geben. Und wir als Mittelbrandenburgische Sparkasse sind auch in diesen Zeiten an ihrer Seite. Viel Erfolg allen Sportlern. Wenn die Situation mal aus dem Ruder läuft, meins? Schaffst du es, auszuweichen? Klappt's nicht? Keine Sorge. Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus. At Securitas, we have a deep-rooted vision of safety for everyone, everywhere, anytime. Being the new face of security means we're constantly innovating to meet the needs of tomorrow with our most important assets on the front line. Wenn es beim Feiern mal drunter und drüber geht. Okay. Zerbrich dir nicht den Kopf. Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney Plus. Wenn nicht nur das Dach, sondern das ganze Haus wegfliegt. Mach das Beste draus.
Macht's gut, Freunde! Das Leben schreibt Geschichten. Wir sind da. Der Allianz Privatschutz. Jetzt informieren. Streame alles von Pixar und vieles mehr. Jetzt auf Disney+. Edis sichert als Strom- und Gasnetzbetreiber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung. Die Aufnahme von immer mehr grüner Energie in das Netz ist eine der wichtigsten Edis-Aufgaben. Die erneuerbaren Energien hatten bereits 2014 im Gebiet der Edis AG einen Anteil von rund 90% am Netzabsatz. Edis – Netze für neue Energie.